Warte, HD 60 Damage macht die Waffe, die war ziemlich nice. Wie viel Schaden ich einfach nur kriege. Das stimmt, irgendwie kriegt man echt eine Menge Schaden in dem Spiel. Letztes Mal, also Teil 1 kam mir leichter vor. HD 60 Dingensbums, wa? Letztens hat irgendjemand, 60! Irgendein Spieleentwickler hat bei Twitter geschrieben, Borderlands 2 ist das einzige Spiel, wo man 106 Health hat und trotzdem alles blinkt, weil man kurz vorm Sterben ist. Ich fand's witzig, ihr Huren. Komm schon, Hardy, jetzt fahr doch mal vernünftig. Ich hab's richtig verstanden. So, ich renne jetzt hier hoch und dann mach ich den Platt, den Wichser da oben. Irgendwer. Da. Boah, Hardy! Ach, ich steig wieder aus, ey. Du kannst auch nix, ey. Das heißt, boah, Hardy! Ja, da macht nur Mongos. Hexen! Schnapp mir mal kurz die grüne Waffe, ja. Ah, die will die ja nicht, ich bin nämlich die. Boah, stimmt der extra. Ich lieg hier tot. Ich komm zurück. Alter, bist du weit hinten. Alter, Jack, ich renn wie ein der Wind, aber. Doch, das schaffst du. Der Helikopter hat mich abgeschossen. Der Helikopter, ja, das sind echt freche Gefährten. Na, das sind ganz schön das Wichser, vielen Dank. Kein Problem. Dr. J's Assassin-Hologramm. Der sieht ja witzig aus. Ja, da ist ein Gegner. Ist dieser scheiß Copter, ne? Wo ist denn der? Besser. Jetzt puste ich den runter. Ich find cool, dass man die überall drauf kann, ganz ehrlich, so hätte er doch in COD sein müssen. Ja. Dann wäre das ein gutes Spiel gewesen. So war das scheiße. Ganz ehrlich, MW2 war auch ein gutes Spiel. Da kommen wir aber nicht auf alles drauf. So, dann bin ich hier fein. Aber auf mehr. Hier fein ist. Ah, eine schöne Shotgun. Noch eine Sniper Rifle in Blau. Leck mir noch am Arsch, ey. Nice. Johnny hat auch grad Glück. Ja, oh. Ich möchte aber mal auf den Lila. Und eine Pistole. Ich möchte aber auch Lila. Das ist eine Pistole. Will die keine Pistole? Ey, was ist denn das hier? Ey, Bram. Ja, warte. Ist das hier ein Volleyballfeld? Ja. Ja, wenn ihr der Quest zugehört hättet, würdet ihr ja wissen, dass wir das gleich anzünden müssen. Hallo, ne? Ja, wenn ihr zugehört hättet, nur weil ich mal ein bisschen hier vorgespielt hab, oder was? Ja, ich war mein Geist, der Geilste hier. Autsch. Das habt ihr doch gerade alles lesen können. Gerade alles lesen können? Was hat man die Fresse haben? Das ist ja mit der Scheiße von der Magie, ja? Nur weil du dann auch mal nach Coach stinkst, hast du halt nicht, dass du jetzt hier die ganze Zeit aufgucken darfst. Okay. Dreh jetzt nicht durch! Wie dreh jetzt nicht durch? Wir sind die ganze Zeit am Durchdrehen. Nimm die Volleybälle auf. Ach, wir haben auch die ganze Zeit Volleybälle aufgesammelt, Alter. Ich bin so voll im Bild. Das ist ja schon zu spät, ey. Leck mich im Arsch. Nee, danke. Gay, danke. Ja, gay, danke. So, jetzt hab ich noch einen aufgesammelt. Weil es einfach so schön ist, muss ich es nochmal sagen. Jude. Das ist echt schön. Christ, das ist ein schönes Wort, ne? Geht Buddhist, gut vom, Hinduist. Moslem. Zeuge Jehovas. Alter, der Goliath hält ja auch voll. Alles viel derselbe aus, Scheiße. Alles derselbe Scheiße. Hier auch. Elite Marauder. Hier ist eine weiße Shotgun. Oh, ich werde sowas verstehen. Wo? Oh! Das ist das bestimmt haben mit dem Geld. Oh, fick dich, Bitch. Mann ohne Hemd. Ohne Hemd. Lol. Ich bin down. Bitte einmal resten. Hardy. Wobei, ich krieg mich, glaube ich, selber wieder down. Lol, wieso stirbt der denn alle? Ich bin rechts neben dir jetzt. Komm doch mal raus. Ich muss das mit dem Typen erkennen. Jetzt komm doch mal raus. Fuck dich, Bitch. Hardy ist so ein Noob, ne? Ist der Hammer. Ja, ich halte ja nur gerade mit beiden Waffen voll auf die Mongos drauf hier, die 2 Millionen Lebenspunkte. Ja, da kann man da trotzdem raus. Ah, ja, 2 Millionen Lebenspunkte, auf jeden Fall. Boah, Junge, haben wir gerade 2 Millionen Lebenspunkte weggemacht. Leg mir am Arsch, ey. 5 Millionen hatten wir. Peter überhaupt, der scheiß Mongo. Ja, ich bin ein bisschen, hier scouten gegangen. Will jemand mitfahren? Ne, mit dir fahr ich nicht mit. Okay. Alter, hier waschen jemand überall. Ja, ich zum Beispiel. Bin ich einmal down gegangen und dann war ich wieder am Start und dann. Da ist da hinten ein Auto. Oh, Hardy ist der Mega-Teamspieler, wie man sieht. Naja, ich bin unterwegs. Ich kann ja nur einen mitnehmen. Trotzdem könntest du ja auf die anderen warten. Nee, Hardy muss erst noch die Gegner töten, bevor er dich retzt. So, Jay, go. Ah, ich fahr. Das ist frech. Warum ist das frech? Fahr mal ein Stück. Ich schieße in der Zeit dann auf den Stinger. Aus dem Sammeln. LOL! LOL! Was war das für ein Trick? Ja, Ellie, also, immer schön dich zu sehen. Na komm, ja, schieb den mal weg. Du musst doch so Banditenfahrzeugteller einsammeln. Du nach für den. Wir haben doch Abschluss.
Ja, für, aber nicht für die Quest, die wir eigentlich machen sollten. Komm, wo ist die fette Elke? Die fette Ellie. Oh. Ellie! Hey, wo sind die? Die kannst du kaum mal sehen, Peter. Ich glaube, die streichelt sich gerade mit dicken Möpsen. Ist aber gar nicht. Streichelt ihre dicken Möpsen. Das ist auch nicht die Quest von Ellie, die wir gerade gemacht haben, du Bongo. Hilf Logins, Rache an den Copterpiloten zu nehmen. Ja, ja, Belohnung. Ich finde das gut, dass wir Harley weiter. Belastet dich dein vieles Geld auf jeden. So, was müssen wir denn jetzt machen? Oh, jetzt müssen wir schon wieder so viel Scheiße machen. Boah, ich hab noch 3 Tokens, ey. Scheiß, die waren. Achso, ja, eine Klasse muss ich auch noch verteilen, fähig gerade. Oh, Token erlösen. Wo hab ich denn die Klassenmod her? Maximale Gesundheit. Ey, Belohnung. Oh, ja. Schilder. Beides aber ziemlich scheiße. Eine Anpassung. Ach, fuck, jetzt hab ich mich vertan. Fucking. Ungenauigkeit. Heißt denn Teamgenauigkeit? Cool, ich kann unsere gesamte Genauigkeit verbessern. Ich habe unsere Abbiegzeit um 10% reduziert. Lol, wie geil ist das denn? Ich habe gerade das Assassin's Skin Pack, warum denn so ernst benutzt? Why so serious? Nice. Alter, das wird erstmal nachher draufgepackt. Habe ich nachher so eine Joker-Fresse oder was? Boah, das ist ja richtig awesome. Hier unten war, glaube ich, schon jemand. Wie macht denn jetzt diesen Mega-Boost? Mit F. Mit wem redet Hardy denn bitte gerade? Nice, Bram. Oh ja. Keine Ahnung, mit wem der redet. Hardy, hast du auch Besuch? Du Stück? Hast du uns gar nicht erzählt. Ich hab keinen Besuch, wieso? Ja, mit wem hast du gerade geredet? Mit dir selber, oder was? Nope! Komm schon. Von wegen, du musst Plakat machen. Ja, ganz genau. Was? Ich muss ein Plakat machen am Arsch, ey. Ja, muss ich doch auch. Ja, das dauert auch mindestens 2 oder 3 Stunden. Hardy, wir brauchen ein Auto. Ja, dann besorg dir doch eins. Hardy, warum lügst du? Ich auch nicht. Wieso lüg ich denn? Ja, dann frage ich dich ja, warum du lügst. Hardy, vielleicht redet ja Hardy wirklich mit sich selber. Da täuscht ihm auch noch. Ja, stimmt, der könnte natürlich auch schon zufrieden sein. Das ist immer noch sowas wie Telefon, oder? Nee. Ja, ja, ja. Was? Ja, ja, ja. Keine Ahnung, gönn ich dir nicht, Hardy. Kommt jetzt auch mal, ihr Wichser. Ich weiß auch nicht, was die da machen. Ja, keine Ahnung, wir brauchten ein Auto und Hardy hat das nicht gebacken bekommen. Dann musste ich das machen. Stimmt, dann kannst du auch nicht selber das Maul hingehen. Ja, doch. Hab ich dann ja gemacht. Ist hier ein Sandsturm? Naja, alles tut die. Sammle Banditenfahrzeugteile, da. Ja, ich warte echt nur, ob das irgendwo bei den. Ah, da rechts. Rechts, rechts, links, links, links. Voll die geile Verfolgungsjagd, ohne Scheiß. Down. Und da, ich schieße die ganze Zeit auf Hardy. Peter. Wir sind keine Banditen. Wir sind rechtschaffene Menschen. Wie schnell ich sterbe. Alter, jetzt hört auf uns zu begatten, ey. Das ist ja ekelhaft. Tut mir leid, ich bin einfach horny. Einfach schön Roadkill. Wo ist denn der Bandit hin? Ich hab's voll verwirrt da. Boah, das ist ja wie Alarmflugkuppelt, ey. Roland steckt zwar alles weg, was die Banditen austeilen. Roland steckt alles weg, ey. Was ist los? Was denn? Lass mal kurz eben regenerieren. Ich will mal kurz, wo du weitergehst. Ich glaube, ich muss mal wieder regenerieren. So, jetzt sind wir wieder voll. Lol. Hatte ich dir gerade einen geiler Scheiß vor uns, kann das sein? Da, 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 da. Sehr gut. Ich bin ja voll den Jeep. Super, bring sie hier! Boah, dann ist Hardys BMW X1 hier. Wo bist du jetzt hin? Karte Handy zurück. Boah, jetzt gibt's erstmal richtig Milf Power wieder. Oh ja. Du weißt gar nicht, ob die Kinder hat. Boah, Alter, bei den Möpsen muss die Kinder haben, die ist so hoch tragen. Auf jeden Fall, jetzt ja, voll die könnte sein, dass die schwanger ist. Mit Milch, ja, die hat mindestens 5 Hardys im Bauch. Oh ja. Deine Karre hier fertig. Ein paar Modifikationen noch, dann bist du startklar. Ich könnte mir die gut vorstellen, wie die auf dem Empire State Building klemmt und dann einen auf King Kong macht. Okay, sieht gut aus. Jetzt müssen wir es bloß noch ins Catch-A-Ride-System reinkriegen. Mach rein. Leute. Mach rein, Ellie. Mir bei was helfen? Hast du diese Kühlerhaube-Ornamente gesehen, die die Home-Dumps von mir gemacht haben? Ich glaube, die
Die wollen sich über mich lustig machen, aber das Design ist spitze. Kannst du ein paar von ihren Karren schrotten und mir welche von diesen Ornamenten bringen? Okay, Ellie-Ornamente, what the fuck? Gib Gas. Gib selber Gas. Du fährst doch! Oh, ich will aber gar nicht jetzt fahren. Jetzt bleib mal hier stehen, ihr Mongos. Achso, wir müssen stehen bleiben. Wir müssen nicht hier bleiben. Jetzt mach mal hin, Jay! Nein, Jay, das ist das Falsche. Ich kenn die Story schon! Ja, ist ja auch so unheimlich schwer, weil wir gerade ein Auto gemacht haben. Story schon! Kann er nicht benutzen. Hardy, du musst halt mal weg, mal. Geh mal raus. Spawnstation wird gerade benutzt. Raus. Aus dem Fahrzeug. Ich bin in keinem Fahrzeug drin. Warum kann ich das denn nicht respawnen? Moment, aber da kommen doch jetzt nur ganz normale Fahrzeuge, ist das richtig? Nein. Wir müssen doch erst die Ornamente holen, damit ihr die Karre bauen kann. Offensichtlich nein. Nicht. Oder nicht? Das sieht doch ist aus wie das? Die Karre von einem Psycho-Killer. Astrein. Wir können da alle vier rein. Und dann warte doch mal. Warte. Alter. Das klingt voll geil. Boah, leck mir doch die Eier, ey. Da schieße ich hier mit meinen normalen Waffen von runter. Ups. Vier aber nicht optimal. Ups. Wer fährt denn? Fährt Hardy der Mongo? Ja, der weiß wenigstens wohin. Ja. Oh, scheiße, ey. Alter, das ist so nervig, dieser Scheißgriff. Ich sehe da niemand. Wo muss man denn hinfahren? Da ist was. Töte es. Oh. Ich einfach keine Schnitte haben. Haben wir das? Haben wir. Was weiß die denn schon? Diese Jungs tun wirklich alles, damit ich ihnen Aufmerksamkeit schenke, trotz meiner Figur. Guck mal, wir können uns selbst damit abschießen, Leute. Ellie hat ein gesundes Selbstvertrauen. Ja, hallo, bei der fetten Kuh kriegt ihr auch genug ekelhafte Männer, die da weggekommen. Wurde ich gerade böse angeguckt, jetzt hab ich Angst. Alter, will ich da mal rausfliegen, ey, leck mich am Arsch. Wir predigen hier gerade Oberflächlichkeit, das ist nicht gut. Klar! Kommt ja mal an, die Ellie ist auch dafür. Sie sagt, dass das eine geile Schlampe ist. Ich hatte ihre ewige Nörgelei satt und kam hier, um auf eigenen Beinen zu stehen. Ja, Killo. Mindestens. Ich das gut, dass ich mich verknallt haben könnte. Was? Hallo? Kann ja auch nichts dafür, dass ich nur auf hübsche Frauen stehe. Peter, rennt wie so ein Monger durch die Wohnung. Peter, tust mir auch noch eins. Ah, mehr haben wir nicht. Johnny fährt noch, oder Hardy, ich weiß gar nicht, wer fährt. Oh mein Gott, Peter geht gerade mit LOL. Ja, Peter war gerade pinkeln. Also, wo sind denn die Autos? Da ist von dir. Das war das Klo. Da. Deswegen will ich auch nur Mitfahrer sein. Oh. Das war auch das Klo. Wenn Peter aufsteht, kommt das Geräusch. dann fluppt dann der Können wir jetzt mal die Ornamente aufsammeln? Ja, wir haben noch Zeit. Ich hab mal Spaß gerade zu fahren. Ja, hier, dann schieß doch mal da drauf. Ja, schieß doch die ganze Zeit. Am Arsch, du sitzt da und kommentierst das drüber. Das ist eine Lüge! Niemals! Also, ihr holt euch wahrscheinlich gerade gegenseitig einen runter. Klar, ich blas Peter dem Zwerg die ganze Zeit an. Ja, glaube ich. So oh, nice. Ey, du musst doch mal mit deinen Schwester. Du bist Grunzer oder so. Granzerker, nicht Grunzer. Ja, Grunzer. Das war der gleiche. Granzerker! Komm jetzt mal. Sag nicht, können wir jetzt mal. Du sitzt einfach nur rum und tust nichts. Können wir jetzt mal. Das Auto ist sofort im Arsch. Oh mein Gott, Tatsache. Aua. Weil ihr Noobs nicht geschossen habt. Ich hatte nur meine normalen Waffen. Genau. Mit der Shotgun kann ich nicht wirklich mal anfangen. Du bist so ein Bobby, ey. Weißt du? Ganz aber der kommt jetzt schief, ist voll die Belastung. Zack, oh, lol. Ich bin tot. Ich hab mich voll glatt gefahren. Ja, zack, neue Stärke. Wo ist Dr. J? Ja, ist aber blöd. Ich bleib liegen. Ja, ist mir egal. Schau dir das Design an. Wie ein Adler, der am nächtlichen Himmel seine Kreise zieht. Nur, dass dieser Adler 300 Pfund lol. Und Mörder Titten hat. Alter. 300 Pfund und Mörder Titten, alles klar. Alter, man stirbt ja sofort, wenn man von denen getroffen wird. Ja, was ist das Probleme, denn? Warum bist du denn getroffen? Ich bin da. Hilfe! Ich werd
mitgeschlagen. Bram ist tot. Wieso bist du denn getroffen, Bram? Ich bin hier. Ja, ich hab Hardy geretzt. Das ist immer, weißt du, wenn der Hardy retzt, dann bist du am Sack. Das heißt übrigens mitgeschliffen. Also ich glaube, die Ellie kommt raus, wenn man einen Mensch mit einer Säge fährt. Alter.